Hallo Leute und herzlich willkommen zum neuen Test, diesmal mit der brandneuen Kawasaki KX450 Baujahr 2024. Bei der ist nichts beim Alten geblieben und was genau erfahrt ihr jetzt in der Folge. Wie gerade schon beim Intro erwähnt, ist bei der KX450 Baujahr 2024 nichts beim Alten geblieben. Das heißt, es gab ein komplett neues Motorrad. Das war angefangen beim Motor. Die Kawa-Ingenieure haben den Motor komplett nochmal neu entwickelt, alles nochmal überdacht. Ziel war dabei, mehr Leistung zu generieren und auch das Ganze fahrbarer zu machen, fahrbarer für die breite Masse. Dadurch, dass man einen komplett neuen Motor entwickelt hat für das Motorrad und auch neue Auspuffführung und so weiter, muss man dann auch den Rahmen anpassen im gleichen Zug. Das ist auch da passiert dann im Endeffekt. Ihr habt dann jetzt neue Rahmen, neue Motor. Die Umlenkung ist neu, die Schwinge wurde angepasst, beziehungsweise halt auf das neue, auf die neue Geometrie. Das Fahrwerk ist auch komplett neu. Also anderes Setting, anderes Setup und auch das Unitrack, die Umlenkung. Des Weiteren kommt die KX450 das erste Mal und das ist auch das allererste Bike in Serie, wo du deine Motorhalterungen in zwei verschiedene Ausführungen montieren kannst, was dann auch nochmal auf die Steifigkeit und insgesamt auf das Handling und Fahrfeeling vom kompletten Motorrad einen Einfluss hat. Ist Kawa jetzt Vorreiter, das sind Aftermarket Parts, das heißt, die sind nicht dabei, wenn ihr sie kauft, sondern ihr könnt die dann bei Kawasaki bestellen, dann gibt es da nochmal andere Motorhalterungen und dann könnt ihr da nochmal die Charakteristik ändern vom Motorrad. Finde ich cool, dass es die Option gibt, gab es so bisher noch nicht. Was du bei der Kawa ebenfalls machen kannst, ist deinen Fußraster weiter nach unten setzen. Das heißt, gerade für große Fahrer, die ein bisschen mehr Abstand zur Sitzbank brauche ich mit meinen 1,73, wird es jetzt oben drin lassen, hast auch ein bisschen mehr Beinfreiheit. Aber wenn du jetzt ein größerer Fahrer bist, dann macht es vielleicht Sinn, die nach unten zu setzen und so kannst du das Motorrad halt auf deine Geometrie anpassen. Ebenfalls brandneu in dem Jahr und auch ein bisschen ja, Schock will ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber eine Überraschung ist die Brembo-Vorderbremse, was ihr jetzt hier habt. Ihr kennt alle die Brembo-Bremse von der KTMs, die sind einfach ja, Marktführer und sind auch die Beste. Die Kawa hat jetzt genau auch diese Bremse bekommen. War eine Überraschung, wie gesagt. Ich habe gedacht, dass hinter auch noch eventuell dann Brembo kommt. Das war wohl so auch geplant, damit man vorne und hinten bei der Kawa Brembo nimmt. Aber die Testfahrer in Japan haben sich in letzter Sekunde noch mal entschieden, dann hinten eine Nissin-Bremse zu nehmen. Hinten ist nicht ganz so schlimm. Die Hinterbremse von Nissin funktionieren genauso. Vorne ist wichtiger und da haben wir die Brembo jetzt. Wo Kawasaki jetzt dieses Jahr auch noch mal dran gearbeitet hat. Und zwar könnt ihr jetzt auch ganz einfach ohne Werkzeug den Luftfilterkasten aufmachen. Das ist also auch eingeklipst, so wie man es auch von der Österreicher kennt. Und dann habt ihr innen drin wie so eine Kassette, wo ihr den Luftfilter reinschiebt. Hat jetzt bisher, wo wir es uns angeschaut haben, ganz gut funktioniert. Wird man jetzt mal schauen, wenn wir noch ein bisschen fahren und dann Luftfilter wechseln, wie sich das alles so ergibt. Aber an sich hat es schon mal funktioniert und ist auch auf jeden Fall ziemlich einfach, das Ganze. Was jetzt ebenfalls neu ist bei der KX450 und was man auch schon kennt von der Honda, also der Mapping-Schalter sieht exakt gleich aus wie der von der Honda. Du kannst auch eine Traktionskontrolle einstellen. Das heißt, du hast zwei Mappings. Einmal, wenn es nicht leuchtet, ist die Standard-Map aktiv. Und wenn es leuchtet, dann ist es eine smoothere Map, so wie Kawasaki sagt. Wird man alles dann testen auf der Strecke, wie es sich fahren lässt. Was es jetzt auch noch mal neu gibt von Kawasaki zu dem Mapping-Schalter, ist die Kawasaki Rideology App. Die könnt ihr auch downloaden auf euer Smartphone. Und dann könnt ihr euch da selber Mappings machen und die dann auch drauf spielen. Die Verbindung funktioniert nicht ganz so wie bei der Yamaha. Also da läuft es über ja das Wi-Fi. Hier läuft es über Bluetooth, funktioniert aber genauso im Endeffekt. Was ich jetzt da allerdings vermisst habe und was ich mir wirklich noch wünschen würde von Kawasaki, wenn sie das anbieten, damit sie da noch einen Stundenzähler mit reinmachen. Gerade für Ölwechsel oder sowas ist halt doch immer gut. Nimmst dein Handy, wenn du verbunden bist, schaust geschwind drauf, dann siehst du, okay, da 2 Stunden wieder Ölwechsel machen. Was mir auch aufgefallen ist in dem Jahr, ich finde den Endschalldämpfer richtig schön.
Bei Cover war der ja doch immer recht klobig und ist dann auch ziemlich weit hinterausgekragt. Das haben sie jetzt doch alles wieder ein bisschen kompakter gemacht und ich finde auch, der passt auch wieder schön dazu. Was jetzt auch noch eine Neuerung ist bei der KX450, du hast jetzt ODI Lock-On Grips schon komplett von Haus aus mit dabei. Finde ich auch ziemlich gut. Ich fahre die auch immer privat, gerade mit dem Gasgriff. Ja, musst du nicht immer mit dem Kleber dann rummachen, sondern schraubst die hin. Fertig. Das waren mal die wichtigsten Neuerungen zur KX450. Für uns geht es jetzt auf die Strecke, denn uns interessiert nicht nur immer die Theorie, sondern viel wichtiger ist die Praxis. Und das finden wir jetzt für euch raus und geben euch dann unser Feedback dazu. Also dranbleiben, Jungs und Mädels. Liebe Freunde, wie ihr sehen könnt, sind wir wieder einiges gefahren mit der KX450 und haben sie auf verschiedene Strecken getestet, Hartboden, Sandboden, um euch das beste Feedback zu geben. Insgesamt muss man sagen, hat Cover ein echt gutes Gesamtpaket gebastelt. Also wenn du drauf sitzt, das harmoniert schon mal gut. Beinfreiheit ist ziemlich top, die Bewegungsfreiheit ist gut. Du bleibst nirgends hängen an den Plastikteilen oder sonst was. Kannst dich gut bewegen, von vorne nach hinten, finde ich immer wichtig, weil du musst dich auf dem Motorrad bewegen können. So, und auch insbesondere, gerade was das nach hinten angeht, Richtung Startnummerntafeln und so weiter, du brauchst es einfach mit den Knien, insbesondere wenn du ein Fahrer bist, der viel mit den Knien fährt, so wie ich, dann brauchst du das und da hat Cover echt einen guten Job gemacht. Also du hockst eigentlich drauf und fühlst dich echt schon wohl, das muss man eindeutig sagen. Der Rental Fettbarlenker hat auch ziemlich gut funktioniert, den kannst du eigentlich genauso auch drauf lassen und fahren. Einzige, was mir nicht so gut gefallen hat, war der Kupplungshebel, weil der recht dünn ist. Wenn du mal eine Weile fährst, dann merkst du das doch mal, dass es dann auch ein bisschen weh tut. Und da würde ich mir einfach auch so wie am Bremshebel das wünschen, dass es einfach ein bisschen mehr Auflagefläche hat. Aber das ist eigentlich nur eine Kleinigkeit. Ich meine, da gibt es genug Aftermarket-Parts, wo du dir kaufen kannst. Und dann kann man da einen Kupplungshebel tauschen. Brembo Vorderbremse hat mich auch echt überzeugt. Finde ich richtig geil, dass es jetzt auch an einem Japaner dran ist. Die kann ich gut dosieren. Deutlich besser wie die Nissin. Ist auch nicht zu aggressiv. Und du merkst auch wirklich, wenn sie wegrutschen will. Und hast einen deutlich besseren Bremspunkt und kannst sie halt viel besser dosieren. Motortechnisch kann man sagen, ist Motorrad richtig einfach zu fahren. Unsere Anfängerfahrer bzw. Hobbyfahrer hat der Motor richtig gut gefallen, weil er richtig schön linear und smooth geht und du eigentlich nie überfordert bist. Wenn man dann aber jetzt zu den schnelleren Fahrern kommt oder auch bei mir zum Beispiel jetzt als ehemaliger MX-Masters Fahrer, hat sie mir einen Tick zu wenig Leistung. Standardmäßig, wir testen immer Standardmotorräder für euch, so wie ihr sie kaufen könnt. Sie geht zwar linear, das ist auch alles gut, aber da fehlt ab und zu so der Punch und der Druck, vor allem unten und in der Mitte noch. Nach oben wird es dann besser auf jeden Fall. Mapping-technisch sind wir eigentlich immer die Standard-Map gefahren, die Mellow-Map, also die Smooth-Map, wenn das Licht leuchtet,
haben wir auch probiert, aber dadurch, dass der Motor so einfach zu fahren ist, haben wir die eigentlich nie gebraucht, also selbst auf Hartboden nicht. Das gleiche gilt im Endeffekt für die Traktionskontrolle, die haben wir auch nie gebraucht dafür, weil der Motor von unten so smooth ist und sich so gut dosieren lässt, dass du die nicht brauchst. Fahrwerkstechnisch macht sie auch einen guten Eindruck soweit, aber von der Balance her, wir sind gestartet mit dynamischem Durchhang, wenn ich drauf gesessen bin mit 100, also bei all unseren Testfahrern mit 100. Und dann war es aber so, dass sie manchmal wie so ein Keil gestanden ist, also vorne zu tief war, gerade so beim Anbremsen, eigentlich immer wenn du das Gas weg hast. Und dann hat es ein bisschen Unruhe reinbracht ins Fahrwerk, weil es dann zu viel Druck am Vorderrad gehabt hat. Dann haben wir den Durchhang nochmal auf 105 gestellt, hinter, also Durchhang nochmal mehr geben und dann war es deutlich besser. Aber was man auf jeden Fall sagen kann und was auch all unsere Testfahrer gesagt haben, dass die Gabel vorne zu weich ist. Insbesondere halt bei der schnelleren Fahrer und wenn du dann richtige Löcher hast, so wie in Berching oder so, und dann vom Gas weggehst, dann wird die ziemlich unruhig, weil dann der nötige Gegendruck von vorne fehlt. Das ist also das einzigste Manko mit dem Fahrwerk nochmal. Stoßdämpfer war bei allen eigentlich echt top. Das muss man sagen. Du hast eine gute Traktion auf jeden Fall. Und auch Durchschlagsreserve ist auch top beim Stoßdämpfer. Also die Umlenkung, die wird auch ziemlich progressiv da nach unten und hat nicht einmal durchgeschlagen bei uns. Kann man jetzt auch insgesamt sagen, Kawa hat einen wirklich guten Job gemacht mit der KX450. Wenn du drauf sitzt, du fühlst dich schon direkt wohl, sie fühlt sich gut an, auch auf der Strecke, das Handling ist super, sie fährt super um die Kurve rum. Wo ich mir halt, wie gesagt, noch ein bisschen mehr Gegendruck wünschen würde, wäre von der Gabel her. Und dann müssen wir das Ganze noch mal testen, wie sich es dann verhält. Wir testen für euch aber die Standardbikes und das ist unser Fazit zum Standardmotorrad. Und ja, wie gesagt, Kawa hat einen guten Job gemacht mit der KX450, deckt eine große Reihe an Fahrern ab, auf jeden Fall. Und wenn ihr überlegt, 450er zu kaufen, werft einen Blick auf die Kawa. Wenn euch das Video gefallen hat, wie gesagt, lasst einen Daumen da, abonniert unseren Kanal, es kostet euch nichts, uns ist geholfen damit und euch auch, weil ihr kriegt immer Feedbacks zu den neuen Bikes. Könnt uns auch gerne schreiben in Instagram, 46 Testing, und dann beantworten wir euch eure Frage. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Wir sehen uns.